Rechte und Linke standen sich gegenüber, für die Polizei Alarmstufe 1. Denn gleichzeitig gab es ein Fußballspiel und eine große Rockveranstaltung. Verstärkung bekamen die Beamten auch aus anderen Bundesländern und vom Bundesgrenzschutz. Jochen Kienbaum aus Leipzig. Davon heute keine Spur. Das Konzert der deutschen Rockgruppe mit 3500 Zuschauern in Messehalle 1 ist dabei das kleinste Problem für die Polizei. Ein dickerer Brocken war da schon die Kundgebung von etwa 2000 meist jugendlichen Demonstranten gegen Rassenwahn und Nationalismus. An deren Ende kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die mit Tränengas und Wasserwerfer gegen die Randalierer vorging. Zeitgleich fand im Leipziger Zentralstadion ein Fußball-Zweitligaspiel zwischen Leipzig und Darmstadt statt. Auch hier massive Polizeipräsenz, um die angereisten Hooligans im Zaum zu halten. Insgesamt waren 1000 Polizisten und Grenzschützer in Leipzig im Einsatz. Buchstäblich ins Wasser dagegen fiel die Demo rechtsgerichteter Gruppierungen unter dem Motto Nationale Offensive gegen den Drogenmissbrauch. Trotz provokanter Slogans wie Drogendealer ins Arbeitslager fanden sich nur wenige Anhänger der rechten FAP, der Freien Arbeiterpartei, ein. Petrus sei Dank, er schickte einen gewaltigen Platzregen. Von Leuchtraketen reagierten die Ordnungskräfte mit dem Einsatz von Wasserwerfern und Schlagstöcken. Anlass des vorangegangenen Demonstrationszuges mit rund 2000 Teilnehmern war der Internationale Tag gegen Rassendiskriminierung. Erste Zwischenbilanz der Polizei. Ich darf sagen, dass 17 Polizeibedienstete dabei leicht verletzt wurden. Bisher habe ich noch keine Meldung über einen verletzten Teilnehmer dieses Aufzuges. Gleichzeitig fand im Zentralstadion ein Zweitligaspiel statt. Auch hier Krawalle durch etwa 300 Hooligans, erste Festnahmen. Die Veranstaltung der rechtsradikalen Nationalen Offensive gegen Drogenkriminalität fiel dagegen ins Wasser. Heute Abend wird mit weiteren Zusammenstößen gerechnet, wenn in der Messehalle ein Punkkonzert stattfindet. Schutz sind mit Schlagstöcken und einem Wasserwerfer gegen etwa 300 Steinewerfende Autonome vorgegangen. Dabei wurden 17 Polizisten leicht verletzt. Zuvor hatten 1000 Menschen friedlich gegen die Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Mittag gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen sogenannten Autonomen und der Polizei gegeben. Rund 2000 Menschen hatten friedlich gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Im Anschluss lösten sich rund 300 Vermummte aus der Veranstaltung und schleuderten Steine und Leuchtraketen gegen die Polizei. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften ging anschließend mit Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen die Randalierer vor. 9 Personen wurden vorläufig festgenommen.